Hey, Pixel. Wie kann ich helfen? Sagst du mir, wo dein Bruder sich versteckt? Vielleicht. Ja, okay. Sie haben mir geholfen. Er versteckt sich in einer Bank im Park. Ich darf es nicht verraten, aber sie sind okay. Weißt du, wie ich mehr Antworten aus Foxel rausbekomme? Ich weiß nicht, aber ich habe diese ganze Monstersache satt. Bis bald. Bin hier, wenn Sie was brauchen. Hi. Hi nochmal. Danke, Amber. Tschüss. Die Kakadus sahen gemein und hässlich aus. Zuletzt hatte ich so ein Terminal vor 10 Jahren gesehen. Link. Das Böse hinter allem, das vor all den Jahren geschah. Der Angriff auf mein Dorf, der Tod meiner Mutter. Nichts geschah. Kein Wunder. Die Eingeweide der Maschine hingen heraus. Foxel versteckte sich in seinem Unterschlupf. Hallo, Foxel. Shh. Was? Ich heiße Foster. Ich habe nur ein paar Fragen. Hast du vielleicht irgendwelche Monster gesehen? Woher wissen Sie von dem Monster? Von deinem Bruder, Pixel. Blöder Pixel. Der ist so total blöd. Gehen Sie weg. Können wir uns noch mal unterhalten? Hi. Foxel, das mit dem Monster. In Wirklichkeit bin ich ein Monsterjäger und habe ein Monster durch die Wüste verfolgt. Ich glaube, es ist hier durchgekommen und ich suche jemand Tapferen, der es gesehen und überlebt hat. Ich hab's gesehen. Kannst du es beschreiben? Es war groß und monsterig und es frisst Kinder und ich hab die Schreie gehört und es war schnell und dunkel und leise. Langsam, eins nach dem anderen. Es war groß, wie ein Riesenhund. Ein Riesenhund? Klingt wie das, das ich suche. Hast du Kinder gesehen? Nein, aber gehört. Sie haben geweint. In seinem Bauch drin. Und wo ist es hin? Es schlich sich. In die Stadt. Danach bin ich hier rein. Ich lass mich von dem nicht erwischen. Du bist seit 2 Tagen hier drin? Ich lebe noch, oder nicht? Hast du gesagt, die Kinder haben
in dem Hund drin geweint? Ich glaub schon. Es klang jedenfalls so. Kannst du mir mehr über die vermissten Kinder erzählen? Nur, dass ich sie in dem Monster gehört habe. Diesen Riesenhund. Wo hast du den gesehen? Pixel und ich haben Kreissägen und Dynamos gespielt. Ich hab gewonnen und er war sauer. Dann bin ich nachts aufgewacht. Es war total dunkel. Ich hörte ein Geräusch, wie Fußschritte auf der Straße. Große Füße. Dann hörte ich Schreie. Von Kindern. Da habe ich mich schnell in meinem Fort versteckt. Und seither bist du hier drin? Ja. Ich hab Hunger. Hat noch jemand den Hund gesehen? Ich glaube nicht. Niemand glaubt mir, dass es ihn gibt. Aber Sie schon, oder? Sie glauben mir. Keine Sorge, Foxel. Ich bin auf der Jagd. Wann hast du diesen Hund gesehen? Vor einer, zwei, drei... Zwei! Es war vor zwei Nächten. Und seither bist du hier drin? Ja, ich hab Hunger. Weißt du, wie ich in die Stadt komme? Man geht durch das Haupttor rein und raus. Gehen Sie da rein, um es zu töten? Klar doch. Das machen Monsterjäger so. Und dann bringe ich Milo und die anderen Kinder mit raus. Echt? Nehmen Sie besser das mit. Danke. Was ist das? Ein Böller. Damit wollte ich das Monster töten. Den schenke ich Ihnen. Was mache ich mit diesem Böller? Sie könnten ihn auf das Monster schmeißen und die Ohren zuhalten. Weißt du, wie ich in die Stadt reinkomme? Ich sag doch, Sie müssen über den Fluss und durch das große Tor. Wann hast du diesen Hund gesehen? Ich sag doch, vor zwei Nächten. Und seither bist du hier drin? Ja, ich hab Hunger. Danke, Foxel. Hey, haben Sie was zu essen? Ich hab Hunger. Ich kann mich mal umschauen. Mr. Hopsworth gibt mir manchmal was von seinem Essen ab. Auch wenn er meistens nichts davon merkt. Ah, verstanden. Foxels Riesenhund klang sehr nach dem Stalker, der Milo entführt hatte. Jetzt war ich sicher, dass der Stalker in der Stadt war. Es musste einen Weg durch das Haupttor geben. Es war Hopsworth, der so tat, als würde er hart arbeiten. Hopsworth, nicht wahr? Oh, hallo mal wieder, Fremder. Also hast du keine Fahrzeuge gesehen? Keines wie das, das du beschreibst. Sorry. Wegen dieses Jungen. Ich erklär's dir mal, Mann, weil du neu hier bist. Okay. Entführen ist vielleicht das, was ihr Leute im Gap so macht. Aber hier in Union City bist du in der Zivilisation. Kapiert. Danke. Das klingt vielleicht blöd, aber wie komme ich denn in die Stadt rein? Nun, du solltest erstmal rüber zu den Stadttoren gehen. Ah, ja? Mit einer gültigen ID scannst du da einfach deinen U-Chip und die Brücke geht auf. Gültig wofür? Also, das ist eine blöde Frage. Du brauchst ein Fahrzeug, um durch diese Tore zu kommen. Mit einer Transportfreigabe wie der alte Kerl mit dem stinkenden Truck. Fährst du dahin, scannst deine ID und rollst dann auf den Lift, der runter zur Ladehalle fährt. Bis bald, Hopsworth. Immer schön lächeln. Come on.
Der Gestank der Minicars war atemberaubend. Auf die Stoßstange hauen. Die ganze Welt ist mein Dancefloor. Können wir uns noch mal unterhalten? Hi. Wie war das mit dem Sandwich? Mr. Hopsworth bringt immer Sandwiches aus der Stadt mit. Die sind so lecker. Meistens hat er ein paar in seiner Kabine. Soll ich Mr. Hopsworth fragen, ob er teilen will? Nein, lieber nicht. Er teilt am liebsten, wenn er nichts davon weiß. Tschüss. Ein besonders großer, mir bekannter Vogel stach aus dem Rest heraus. Komm mit, Großer! Ich wollte nicht, dass der Vogel meine Hand für seine nächste Mahlzeit hielt. Ich würde mir eine andere Lösung überlegen müssen. Komm mit, Großer! Ich hoffte, dass Embers Düt noch funktionierte. Hey, Pixel. Geben Sie mir Anschwung? Vielleicht später. Oh. Tschüss. Bin hier, wenn Sie was brauchen. Thank you.
Amber? Hi nochmal. Rate mal, was ich gefunden habe. Den Mut, sich wieder hier blicken zu lassen? Nein. Das hier. Was? Meint ihr? Her damit! Klar, aber wie wär's damit? Ich geb dir das Düt im Tausch gegen die Bürger-ID darauf. Das Düt gegen die ID? Aber... Ohne mich hättest du es nicht zurückgekriegt. Ohne sie wäre es gar nicht erst geklaut worden. Dann sind wir quitt. Das ist wohl irgendwie... fair. Perfekt. Wann fangen wir an? Haben Sie ein U-Chip? Ja. Meine Hand tut immer noch weh. Gut. Bringen wir es hinter uns. Geben Sie mir mein Düt, ja? Ich muss das Düt mit meiner Werkbank verbinden. Auf Embers Düt war eine Bürger-ID gespeichert. Hey, Amber. Sind Sie bereit? Bereit wofür? Sie wollen die ID dieses Bürgers, oder? Ja. Was muss ich dafür tun? Cool. Legen Sie nur Ihre Hand flach auf den U-Chip-Scanner. Hier drüben an meiner Werkbank. Eine improvisierte Werkbank war hier aufgebaut. Die Statik schien sich allzu sehr auf ein paar alte, leere Reifen zu verlassen. So? Ja, okay. Jetzt richte ich nur noch den Laser aus. Ey, Hand stillhalten oder Sie verlieren sie. Wird das wehtun? Nicht mehr als die eigentliche Installation des Chips. Gut, jetzt übertrage ich die ID. Das piekt vielleicht etwas. Was war das? Das sollte nicht passieren? Da ist es wieder. War wohl... Nichts. War wohl nichts. Offenbar hieß er Graham. Ein braver, unbescholtener Bürger. Graham. Verstanden. Viel Glück, Bürger Graham. Endlich hatte ich eine Bürger-ID. Ich hoffte, dass sie mein Schlüssel zur Stadt sein würde. Hey, Amber. Hi nochmal. Ich habe mit Foxel über die Monstersache geredet. Bitte wie? Ich glaube, sein Monster ist das Fahrzeug, das ich suche. Ganz toll. Sie haben ihm gesagt, sein Monster sei real? Den sehen wir nicht so bald wieder. Gut gemacht, Super Dad. Foxel ist ein bisschen scheu, oder? Hey, Mann, woher wussten Sie überhaupt, wo er ist? Von Pixel. Hey, ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht, Sie kennen Sie nicht. So sollte es bleiben. Lassen Sie die Fragerei. Tun Sie, was Sie zu tun haben und gut. Und wo ist Pixel jetzt? Ich muss ihm sagen, er soll nicht mit Fremden reden. Weißt du, wie ich in die Stadt reinkomme? Mal die Brücke versucht? Nein. Wäre ein guter Anfang. Danke, Amber. Tschüss. Endlich begann Grahams ID mir zu nützen. Die Konsole sah sehr speziell aus.
Die Stromzelle war völlig hinüber. Das sah wie eine Art Scan-Gerät aus. Es war ein Sandwich. Die Stromzelle war völlig hinüber. Die Stromzelle war völlig hinüber. Foxel versteckte sich in seinem Unterschlupf. Können wir uns noch mal unterhalten? Hi. Essenslieferung für Mr. Foxel. Oh ja, einer von Hopsworth City Snackers. Wollen Sie die Rinden? Isst du sie. Krieger brauchen was zur Stärkung. Kann ich noch so einen Böller bekommen? Sorry, Mister. Das war der letzte. Bis bald. Hey, Wendell. Haben Sie die Türen aufgekriegt? Gerade so. Haben Sie den Tanz aufgeführt? Klar doch. Sie sagten, das sei notwendig. Das stimmt. Obwohl, das ist witzig. Meine Frau führt auf der Farm nie einen Tanz auf. Aber sie gehen trotzdem immer auf. Egal, was kann ich für Sie tun? Wollen Sie eine Minicar? Lieber nicht. Ich dachte, Sie lieben die. Oh, natürlich. Sie sind ganz köstlich. Aber? Den eigenen Stoff soll man nicht konsumieren. Bitte? Keine Verköstigung hauseigener Würste. Aha. Wie Sie meinen. Diese Minicars. Was sind die anderen Zutaten? Hä? Sie sagten, es ist etwas echtes Fleisch drin. Woraus besteht der Rest? Geschmack. Ja, aber... Wissen Sie, wie ich in die Stadt komme? Ja, ganz einfach. Sie brauchen nur eine kleine Sache. Ja? Was denn? Einen Truck. So einen wie Ihren? Nein, nicht so einen. Sie brauchen einen, der aus eigener Kraft fährt. Nichtsdestotrotz kommen Sie auch dann nicht ohne autorisierte ID über die Brücke. Eine Bürger-ID bringt Sie in die Stadt rein. Komplett mit Vorrechten und so. Ich habe eine ID, aber meine Stromzelle ist leer. Um's kurz zu machen, ich könnte reinfahren. Wenn ich könnte. Kommt man nur mit Fahrzeug in die Stadt? Ja. Wie gut, dass ich meinen Brucey habe. Aber mir fehlt eine neue Stromzelle. Einfach reingehen geht nicht. Sind Sie irre? Gehen? In die Stadt? Der Eingang wird von Geschützen bewacht.
Sie würden Hackfleisch aus ihnen machen. Gibt es hier noch andere Fahrzeuge? Hier gibt's gar nichts. Ich muss so schnell wie möglich in die Stadt kommen. Ich auch, Kumpel. Aber Brucey fährt nicht mehr. Man sieht sich. Ja. Fehler. U-Chip-Firmware veraltet. Einfahrbefugnis verweigert. Die Firmware meines U-Chips war veraltet. Mir wurde klar, dass Amber mir eine Niete angedreht hatte. Hi nochmal. Die ID, die ich von dir habe, funktioniert nicht. Ich werde damit nicht über die Brücke gelassen. Vielleicht ist mein U-Chip veraltet? Ach ja, sie mussten den Handscanner neulich ersetzen. Da läuft wohl neue Firmware drauf. Viel neuer als die miesen U-Chips vom alten Terminal. Was ist mit dem alten Handscanner passiert? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Ich hab ihn nicht. Die ID, die ich von dir habe, funktioniert nicht. Hey, Mann, die ID ist tipptopp. Ihr U-Chip ist das Problem. Er ist alt. Genau wie Sie. Hast du einen neueren als Ersatz? Nein, der U-Chip ist in Ihnen drin. Da bleibt er. Sie müssen ein Update fahren. Aber das können Sie vermutlich nur in der Stadt. Und ohne das Update komme ich nicht über die Brücke. Das nennt man eine Sackgasse. Tja, so ein Pech auch. Und wenn man die Brücke hackt? Aber nein. Egal, vergessen Sie's. Sagtest du hacken? Okay. Sie wissen sicher, alles hier läuft auf Minos. Minos? Das basiert doch nicht auf dem alten Link-System. Stimmt, beim Upgrade hat man die alte Link-Technologie aufgegeben. Smarte Schuhe, smarte Toaster, smarte Lampen, smarte Schränke. Minos macht alles smart, smart, smart. Außer die Menschen. Sie wissen ja, Hobbswolf richtet ständig seinen Scanner auf Sachen. Ja? Das ist sein Minos-Scanner. Mit Minos-Scannern kriegen Typen ohne Hirn raus, wie Maschinen funktionieren. Hobbswolf hat jede Menge Schutzsysteme, damit er die Sachen nicht noch kaputter macht. Aber mit ein paar Modifikationen... Kann man mehr als nur Minos-Maschinen diagnostizieren? Viel mehr. Leihst du mir deinen Hacker? Ist das ein Nein? Würdest du deinen Hacker gegen etwas eintauschen? Ehrlich gesagt, eher nicht. Okay, wenn du den Hacker nicht eintauschst, könntest du mir einen bauen? Das kostet was. Unter anderem viel Mühe. Wie meinst du das? Zunächst mal brauchst du einen von Hobbsworths Minor-Scannern. Besorgen Sie mir einen, dann reden wir über die nächsten Schritte. Du meinst das da? Sie haben schon einen? Woher denn? Der lag einfach so in der Kabine von Hobbsworth rum. Er sollte echt vorsichtiger sein. Aber gut. Mal sehen, was Sie noch in der Tasche haben, das meine Zeit, Mühe und den Aufwand wert sein könnte. Wie wär's mit einer leckeren Minicar aus echtem... Kenn ich schon. Kein Interesse. Willst du eine leckere Spankles? Ich hatte heute schon 4 davon. Spankles ist hier ungefähr so wertvoll wie Sand. Und wahrscheinlich weniger nahrhaft. Hey, etwas, das deine Zunge im Dunkeln leuchten lässt, kann gar nicht ungesund sein. Ich hätte da was. Wie wär's mit diesem Finger? Oh, echt gruselig? Lassen Sie mal sehen. Wow, das ist mal ein schönes Spielzeug. Allein die Mikroaktoren sind ein Batzen wert. Also abgemacht? Du hackst diesen Scanner und der Finger gehört dir? Aber sicher! Mit dem größten Vergnügen.
Kommen Sie zur Werkbank, wenn Sie soweit sind. Amber hatte mit Hilfe der Werkbank Grahams ID auf meinen U-Chip übertragen. So, ein Amber-geprüfter Minus-Hacker. Danke. Wie benutze ich den denn? Sie aktivieren den Scan-Modus. Okay, kapiert. Ja, das ist der einfache Teil. Kommen Sie mit. So finde ich versteckte Systeme. Die gibt's hier überall. Bitte sehr. Eins ist gerade in Reichweite. Okay. Was mache ich jetzt? Benutzen Sie den großen Knopf oben, Mann! Gut. Das hier ist die Diagnoseansicht von Minus. Offenbar steuert das den Automaten. Ist nicht wahr. Sehen Sie die dunklen Aufgabenpunkte? Ja. Anders als Hopsys kleiner braver Scanner kann mein Hacker die austauschen. Machen wir einen Test. Wollen Sie mir einen unbegrenzten Spankles-Vorrat besorgen? Geschafft! Sie sind schlauer, als Sie aussehen. Okay, wenden Sie den Hack an, dann kann's losgehen. Gut, Kumpel. Den Rest kriegen Sie selber raus. Oh... Und stellen Sie nichts allzu Blödes an, ja?